Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Wir befinden uns auf der Burg Krähenfels und haben in der letzten Folge noch Untersuchungen angestellt, beziehungsweise die Untersuchungen waren eigentlich schon abgeschlossen bezüglich des Verschwindens von Anna und Tamara, der Frau und der Tochter des Barons. Wir haben in der letzten Folge dann mit dem Baron gesprochen und er hat uns auf die Spur... Ah, ein Quartiermeister. Sehr gut. Er hat uns auf die Spur des Weidlers gebracht, beziehungsweise wir sollen den Weidler besuchen, um ihn wegen des Amuletts zu befragen, das wir gefunden haben. Ich wollte jetzt erstmal weitererzählen, ich gehe aber gleich auf jeden Fall noch zu dem Quartiermeister. Und jetzt schauen wir uns erst noch gerade hier auf der Burg um und wollen vor allem auch das Anschlagbrett gleich mal lesen, damit sich vielleicht in der Umgebung von Krähenfels noch der ein oder andere interessante Ort auf der Karte markiert. So, jetzt rede ich aber erstmal mit dem Quartiermeister. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Oh, ein Gewinnspieler. Ich wollte gerade noch sagen, der erinnert mich sehr an den Händler, den wir neulich in Erzdorf getroffen haben. Und der war auch ein Gewinnspieler. Zeig mir, was du hast. Aber als Quartiermeister, warum kann der denn nur handeln? Der letzte Quartiermeister, den ich getroffen habe, der konnte mir auch wenigstens Sachen herstellen. Was sind denn das hier? Warum? Achso, benötigte Stufe 10. Die kann ich alle noch nicht benutzen. Dann haben wir hier eine Armbrust, eine nilfgaardische Armbrust. Ja, scheint aber auch interessante Sachen zu haben. Gewinnkarten zum Beispiel. Ja, die nehme ich doch schon mal direkt. Was ist das hier? Adalbert Kremitz dritte Karte. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Ach was, wie cool ist das denn? Ja, das kaufe ich doch auch direkt mal. Da ergibt sich quasi eine neue Quest dadurch. Hier sind noch mehr Gewinnkarten. Nausika Kavallerie, brr. Nehme ich die Gewinnkarten, kaufe ich einfach mal alle. Kann man wahrscheinlich nie genug haben, um sich einen coolen Satz aufzubauen. So, was haben wir hier? Nilfgaardische Scheuklappen. 40 Panikstufe gegen 20 Panikstufe. Aber ich habe gar nicht mehr so viel Geld, sehe ich gerade. 397 Kronen und die Dinger kosten schon 229 alleine. Nilfgaardischer Sattel, 50 Ausdauer. Oh, das ist alles besser als mein Zeug. 70 Kapazität der Satteltaschen haben wir allerdings schon. Wobei wir zerschlissene Satteltaschen haben und das hier nilfgaardische Satteltaschen wären, die wahrscheinlich sehr viel schicker aussehen, aber ich persönlich mag dann doch eher das verschlissene Zeug. Finde ich sehr sympathisch. Oder finde ich sympathischer als irgend sowas hochglanzpoliertes da. So, jetzt verkaufe ich ihm erstmal ein paar Sachen, damit ich auch wieder ein bisschen Geld habe. So, schauen wir erstmal bei den Waffen. Spitzhacke brauche ich zum Beispiel mal gar nicht. Das Langschwert kann er haben, den Gambeson kann er haben. Und das war's dann auch schon. Und die alten Satteltaschen mit der 30er Kapazität kann er auch haben. Okay. Ja, das Zeug hier kann ich selbst gebrauchen. Das kann ich ihm sowieso nicht verkaufen. Hier kann ich ihm noch ein paar Sachen verkaufen. Fläschchen, ja. Den Schlüssel behalte ich mal. Die Schweinehaut kann er haben. Wobei ich mal ein bisschen vorsichtig sein müsste eigentlich, weil verschiedene Händler verschieden viel für Dinge zahlen. Je nachdem, was sie tatsächlich gebrauchen können oder wo die Nachfrage ist. Wir haben das nämlich festgestellt, wenn ich mal dran erinnern darf, als wir Tumira Honigwaben gebracht haben. Tumira bezahlt nämlich unheimlich viel für Honigwaben, weil sie die auch braucht, was wir ja schon durch einen Aushang gehört haben. Sie braucht also Honigwaben und deshalb zahlt sie entsprechend viel für Honigwaben. Und dann sind wir auf einen anderen Händler gestoßen, der sehr, sehr viel weniger dafür gezahlt hat. Also müsste ich eigentlich, um optimal zu handeln, wirklich mal gucken, was wie viel wo bringt. Aber ehrlich gesagt, ist mir der Aufwand ein bisschen zu groß. So, das war das Handeln.
Gwind können wir gleich auch noch gegen ihn spielen. Ich spiele ganz gerne Gwind, muss ich sagen. Finde ich cool. Finde ich auf jeden Fall sehr viel besser als das Würfelpoker aus Spiel 1. Das habe ich kurz angespielt und ich schaue auch... Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte das lesen, so. Und ich schaue mir auch gerade ein Let's Play dazu an von Malkaf, der das bei den Online Game Masters hochlädt. Kann man mal reinschauen, vor allem wenn man halt die Geschichte erfahren will, was so davor geschehen ist. So, und jetzt schauen wir erstmal das hier an. Adalbert Kermits dritte Karte. Auf Anweisung von Professor Artimstein werde ich die Orte nicht weiter erforschen, an denen ich die Piktogramme der Katzenschule der Hexer gefunden habe. Diese Piktogramme sind identisch mit dem einen, das der Professor in den Höhlen unter der Tempelinsel entdeckt hat. Adalbert Kermit, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Okay, also müssen wir wahrscheinlich zu dieser Höhle dann hin. Und ich würde sagen, das, was wir gefunden haben bei dem Gabelschwanz in der Nähe, das wird auch so ein Piktogramm gewesen sein. So, und hier haben wir ja noch Bruder Adalberts Bestiarium, haben wir beim letzten Mal gefunden. Da schauen wir auch noch rein. Jede Bestie, die hierin beschrieben wird, lässt sich auf zwei Weisen jagen. Entweder sucht man die Spuren, folgt ihnen und erschlägt die Missgeburt, wo immer man sie findet, oder man lockt sie an einen bestimmten Ort und fordert sie dort zu seinen Bedingungen zum Kampf. Letzteres Vorgehen birgt weniger Risiko, denn der Jäger gewährt der Bestie keine Gelegenheit zu einem unerwarteten Kampf. Doch man bedenke, um eine Bestie in eine Falle zu locken, gilt es, ihre Vorlieben und ihr Verhalten zu kennen. Gabelschwänze lassen sich folgendermaßen ködern. Aha, Gabelschwänze, habe ich gerade noch von gesprochen. Man stecke einen Stab in den Boden und binde eine Ziege daran fest. Dann verstecke man sich eiligst im Gebüsch. Die Bestie, angelockt vom Ziegengeruch, wird zweifellos bald eintreffen. Jagt man einen Greifen, so eignet sich Kreuzdorn aus tiefen Gewässern. Der gewaltige Gestank dieses Krauts wirkt auf Greifen wie saftig geröstetes Fleisch auf den Menschen und so wird er alsbald eintreffen. Ja, genau das haben wir ja getan, das wussten wir also schon. Wie weit entfernt er auch sein mag. Entschuldigung, der Satz ging noch weiter. Geht es um Ertrunkene und Wasserweiber, so ist hinlänglich bekannt, dass Fisch und faulige Muscheln ihre Leibspeise sind. Und was Trolle angeht, so ist gemeiner Fusel ihre größte Schwäche. Aha. Habe ich dadurch jetzt irgendwas Neues gelernt? Ah, wir haben die neue Quest. Katzenschulenausrüstung. Da kann ich natürlich auch mal schauen. Katzenschulenausrüstung Teil 3 ist das. Okay. Gut, die muss ich mir jetzt natürlich auch noch anschauen. Das sind dann wahrscheinlich Nebenquests. Oder auch nicht. Schatzsuchen. Ne, dann sind Schatzsuchen natürlich. Schatzsuche Katzenschulenausrüstung, empfohlene Stufe 17. Alles klar. Und Katzenschulenausrüstung Teil 3, empfohlene Stufe 29. Alles klar. Machen wir also nicht sofort. Ich könnte aber mal schauen, wo das ist. Einfach mal eben auf die Weltkarte schauen. Wo man denn dahin müsste. Oh, das ist sogar noch... Das ist sogar noch in der Nähe vom Buckelsumpf, wo wir eh bald hin müssen. Ah. Das ist ja verlockend. Aber bei Stufe 29, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. So, was wollte ich jetzt? Achso, das auf jeden Fall nicht ausgewählt lassen. Ich nehme mal wieder die Familienangelegenheiten hier mit dem Weideler als nächstes Ziel. Wobei ja noch nicht hundertprozentig feststeht, dass das tatsächlich das nächste Ziel wird. Achso, ich wollte noch eine Runde Gwind spielen, fällt mir gerade ein. Ich möchte ja neue Karten gewinnen. Machen wir das auch noch schnell. Also was heißt schnell? Gwind dauert meistens schon ein bisschen, aber... Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Aber ich möchte es halt lernen. Ich möchte ein richtiger Profi sein. So, Wetteinsatz? Nee, ich spiele nicht so gern um Geld. Ich habe Lust auf eine Partie Gwind. Mal losziehen und uns die Bestie so, vorknüpfen. Nördliche Königreiche. Warum habe ich denn das hier alles? Und was kann die Finte überhaupt? Da muss ich jetzt mal gerade... Tausche diese Karte gegen eine Karte aus dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand zuzuführen. Ah, also eine meiner eigenen Karten. Oder eine auch der
gegnerischen Karten. Das weiß ich natürlich nicht. Nee, wahrscheinlich meine eigenen. Das macht mehr Sinn bei einer Finte. Ach komm, man weiß ja nie, wofür die gut ist. Packen wir die einfach mal mit rein. Wobei wir davon dann auch schon zwei haben. Naja, egal. So, einfach mal Spiel starten. Ich beginne auch noch. Yeah. Freue ich mich ja. Da haben wir auch direkt schon eine von den Findenkarten. Okay, und die brauchen wir eigentlich gar nicht alle, so die Wetterkarten. Horn des Kommandanten. Ah, Soltan. Unser Freund Soltan. Tribok, Tribok, Katapult. Oh Gott, ich habe ja nur Ferngedönse. Das ist aber schlecht. Ich lege die mal ab. Und lege ich die auch ab? Ich weiß es nicht. Fernkampfkarten, aber sind das diese? Genau, das sind keine Belagerungswaffen, also sind das solche. Habe ich davon noch viele? Nee, überhaupt nicht, ne? Dann belasse ich es lieber dabei. Dann benutze ich die. Ja, und die sind halt echt stark hier. Die Belagerungswaffen. Soll ich die Finte ablegen? Nee, dann lege ich vielleicht. Soll ich ihn hier ablegen? Mal gucken, was ich für ihn kriege. Achso, da habe ich jetzt den blonden. Den da, glaube ich, für gekriegt. Den hatte ich vorher nicht. Okay, ja, dann fangen wir mal mit irgendetwas an. Und zwar. Ach komm, nehmen wir den einfach direkt. Siegfried von Denesle. Über Frieden zu verhandeln ist einfacher, als ihn einzuhalten. Na, der fängt ja gut an. Nehme ich mal sie. Die Tochter der Wildnis von Cadven. Drecksack. Das ist ja fies. Na egal, ich tue mal so, als wäre ich ganz dumm. Zwerge würden sich für Freunde hängen lassen, sagt man. Bei Soltan stimmt das. Können wir uns ja glücklich schätzen. Schade, ich hatte gehofft, er würde irgendwas Stärkeres auslegen. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich, was war es, Regen oder so. Irgendwas, was da hinten die Reihen schwächt. Okay, lass mal überlegen. Das wird gleich eine unheimlich starke Runde, wenn ich die hier alle zusammen spielen könnte. Mit dem Nebel haue ich mich selbst jetzt irgendwie die Pfanne. Und mit der Finte. Obwohl, ich könnte ja mal was ausprobieren, wenn ich jetzt die Karte einfach wieder auf die Hand nehme und dann passe. Der legt auch wirklich noch was. Okay, ich passe einfach mal, dann kann er die Runde gewinnen. Okay, jetzt kommt's drauf an. Ach komm. Oh, hat der ein Glück, ey.
mein Gegner passt. Echt jetzt? Ha. Was passiert eigentlich bei Gleichstand? Ach, verdammt. Dann kommt es jetzt gleich drauf an, wer die besseren Karten hat. Das missfällt mir. So, ich wollte gerade sagen, ich müsste doch jetzt nachziehen dürfen. Ja, okay. Huch, ich wusste gar nicht, dass ich diese Karte besitze. Die kommt mir unbekannt vor. So, das Dumme ist jetzt allerdings... sehr dumm, dass ich die Karte nicht mehr spielen kann, weil ich dann meine eigene Karte behindere. Und ich kann meine Anführerfähigkeit nicht mehr nutzen, das heißt das gute Wetter. Wenn er jetzt also noch Wetterkarten hat, dann kann er mich voll in die Pfanne hauen. Naja, schauen wir einfach mal. Viel Verschiedenes kann ich nicht mehr tun, ich kann nur noch die Karten auslegen. Auf jeden Fall verteile ich mich ein bisschen über die drei Reihen. Tja, was bleibt mir anderes übrig? Ach was. Kopiert er gerade alles, was ich mache? Guckt euch das mal an. Wir haben exakt die gleichen Karten auf dem Feld liegen. Was ist das denn bitte? Ist ja ulkig. Ja, jetzt kommt es drauf an. Die letzte Karte, die ich legen kann. Und er hat auch noch eine Karte, die er legen kann. Ah. Okay, das Beste, was er jetzt haben konnte. Gutes Wetter. Ja, wunderherrlich. Okay, ich lege meine Karte natürlich nicht, weil ich mich sonst selber... ins Boxhorn jagen würde. Ja, mein Gegner hat keine Karten mehr, oder? Yay! Gewonnen! Boah, ich hab's voll raus. Schön. Zwei Kronen gewonnen. Wahnsinn. Und Asir war Anahit als neue Karte dazu bekommen. Sehr cool. Ich gewinne ja gerne neue Karten. Das ist ja eigentlich der Grund, warum ich spiele. Um meinen Kartensatz zu verbessern. Will der den Pöbel retten? So, dann schauen wir uns weiter um. Bäuerin. Ah, hier ist das Anschlagsbrett. Das lesen wir gleich. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Erstmal schauen wir hier noch in die Ecken. Und ich wollte ja noch zu dem Schmied. Denn das, wo wir da waren, war ja eigentlich nur der Quartiermeister, oder? Also quasi... in dem Fall eigentlich ein Händler mehr. Aber es müsste dann noch einen geben, der tatsächlich Schmied ist. Schauen wir mal. Oh, macht Sinn, wie du gegen die Wand guckst. Siehst bestimmt unheimlich viel. Eine super Wache, eine super Wache. Hey, was denn? Hey. Und wie komme ich hier raus? Wo bin ich hergekommen? Da. Ich bin blind. Dings, Biberich. Wie sie alle Ausschau halten. Ich bin doch schon hier. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Immer ist alles abgeschlossen. Wie unhöflich. So kann ich doch die Sachen gar nicht klauen. Die müsst mal ein bisschen mitdenken, Leute. Die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn ich eure Sachen klaue, dann kann ich gute Dinge für euch tun. Ach, guck mal, ein Schmied.
Ein Zwerg, also ein Zwergenschmied. Joanna. Was kann ich für dich tun? Wer bist denn du? Ach, schon wieder eine Gewinnspielerin. Jetzt geht's aber los hier. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Gellige? Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Wo hat die denn bitte einen Akzent? Ich höre da überhaupt nichts von Akzent. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Dann zeig mal her, was du so hast. Zeigt her eure Waren. Oh, ein weißes Hemd? Oder was ist das? Ein Hemd, tatsächlich. Ist ja süß. Scheuklappen. Satteltaschen. Kapazität 20. Bei meinem Glück wahrscheinlich viel billiger als da, wo ich sie gekauft habe. Okay, aber irgendwie hat sie jetzt, glaube ich, nichts, was ich unbedingt haben müsste. Habe ich mittlerweile noch irgendwas, was ich wieder verkaufen kann? Was ich gerade zufällig irgendwie bekommen habe? Gefunden? Tatsächlich, Pferdehaut kann ich ihr anbieten. Und ein Fläschchen. Ich gebe dem Mädel das Fläschchen. So, dann schauen wir mal, ob sie auch spielen kann. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Mit Mädels spiele ich besonders gerne. Kniep. Wo ist denn meine neue Karte jetzt? Die ist bestimmt von einer anderen Fraktion. Riordain und Finte. Ich glaube, Riordain hatten wir gewonnen. Beim letzten Mal oder beim ersten Mal, als wir eine Karte bekommen haben. Achso, und jetzt hier Asirvare Anahit. Ich glaube, die haben wir jetzt gewonnen für das Kaiserreich Nilfgaard. Aber da habe ich ja noch keine kompletten Sätze zusammen. Ich habe ja bisher nur das nördliche Königreich als spielbaren Satz. Komplett, also von daher muss ich damit spielen. Ja, und ihr müsst mir mal sagen, ob zwei Partien Gwent in einer Folge zu viel sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mir macht das Spiel unheimlich Spaß. Ich finde das cool, so ein Spiel im Spiel. Ich weiß aber nicht, ob das für euch nicht vielleicht ein bisschen zu langweilig ist, zuzusehen. Habe ich Belagerungswaffen so großartig auf der Hand? Na, eine. Und das hier ist ein Spion mal wieder. Nee, den möchte ich austauschen. Horn des Kommandanten, das ist gut. Ja, ich glaube... Oder soll ich den mal austauschen? Naja... Moment, vielleicht den Nebel noch austauschen. Was habe ich jetzt für den Nebel bekommen? Ach, noch eine Belagerungswaffe, das ist gut. Das war ein guter Tausch. Ja, dann schauen wir mal. Ach Gott, sie spielt mit einem anderen Satz. Sie spielt mit einem Monsterkartensatz. Das ist doch mal interessant. Bisher hatten alle anderen auch das nördliche Königreich als Kartensatz. Und sie hat jetzt plötzlich Monster am Start. Na dann, schauen wir mal. Dann schicken wir ihn mal dem Monster entgegen. Oder? Lass mich kurz... Ja, obwohl... Moment, ich muss mal gerade was rechnen. 8, 14 und hier haben wir... Ja, das ist auf jeden Fall mehr. Das ist auf jeden Fall viel mehr. Nee, dann nehme ich ihn nicht. Dann schicke ich mal das Ding hier an den Start. Ja, das war ja klar. Na, vielen Dank dafür. Gut, dann muss ich dafür auf jeden Fall gleich meine Anführerkarte einsetzen. Na, da soll die sich ruhig mal sicher fühlen. Mein Gegner passt, siehst du? So, dann spiele ich nämlich noch...
Oder nee, dann setze ich erstmal den Anführer ein, um das schöne Wetter zu kriegen. So, und damit reicht es dann auch schon. Muss ich gar nichts anderes mehr einsetzen. Wobei er natürlich Sinn machen würde. Aber wäre ja Blödsinn, jetzt noch was einzusetzen. Nachdem ich schon ein Haus hoch gewonnen habe. Aber natürlich habe ich jetzt weniger Karten. Beziehungsweise ich ziehe doch jetzt eine nach, oder? Ich weiß noch nicht, was ihre Fähigkeit ist. Oh yeah. Na, das war ja sinnvoll. Das war ja enorm sinnvoll. Ach was, ihre Karte bleibt auf dem Feld liegen. Das ist die Fähigkeit der Monster, oder was? Das ist ja ein Ding. Na, ja, fange ich mal vorsichtig an. Was geht denn da? Was denn das? Warum kann sie sowas? Okay, ich hatte schon gehofft, dass sie jetzt irgendwas total Cooles spielt von ihrer Hand, weil dann kann ich mich jetzt passen. Ich lasse sie die Runde gewinnen. Aber zumindest habe ich zwei Karten mehr für die letzte Runde. Dann schauen wir mal. Dann hat sie nämlich dieses Horn jetzt verschwendet. Oder bleiben die jetzt auch alle liegen? Ich wollte schon sagen. Ach, eine zufällige Karte bleibt liegen von ihr. Ah, das ist ja ein Ding. Okay, alles klar, ich habe verloren. Was auch immer das da ist, das ist sowas wie, ich weiß nicht, wer von euch Munchkin spielt. Aber da gibt es auch so bestimmte Monster, wenn einer das spielt, können andere, alle ähnlichen Monster von der Hand mitspielen. Ich glaube, das ist auch sowas. Also sie hat jetzt quasi mit einer Karte mal eben 25 Kampfpunkte geholt, ja. Da habe ich keine Chance. Ach so, ja. Alles klar. Okay, also die Frau macht mich platt. Die fegt mich sowas von vom Feld. Ja, ja, mach du. Ist noch so ein Verbundopfer da. Krass. Ich möchte auch den Monsterkartensatz. 96 Punkte! Und ich 14. Da kann ich aber spielen, so gut ich möchte. Da habe ich einfach mal keine Chance. Die hat einfach mal die komplette Reihe vollgelegt. Wie geil ist das denn? Da ist überhaupt kein Platz mehr. Krasse Sache das. Ach, mein Gegner passt, ja. Das ist aber schön. Dann spiele ich mal meine letzten zwei Karten. Herrlich. So, das war mein Plan für die Runde. Ich komme immerhin auf 61, aber gegen die 96 von den Monstern da oben. Keine Chance. Schade, das muss ich mir merken, das Vibe hier. Gegen die kämpfe ich noch. So, und jetzt möchte ich hier den Schmied mal fragen. Wie kann ich helfen? Was er Cooles machen kann. Ach komm, der kann auch Gewinn spielen. Was sind das hier alles für Gewinnspiele? Also drei Partien in einer Folge spiele ich nicht. Das könnt ihr direkt mal vergessen. Also das ist euer Glück wahrscheinlich. Wahrscheinlich sagt ihr jetzt, boah, Gott sei Dank. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf, dass sie noch eine Partie Gewinn spielt. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Aber ich werde mir die ganzen Leute merken. Und irgendwann komme ich wieder und hole mir ihre Karten. Er hat Bücher. Warum hat er Bücher? Erstmal schauen, was das hier ist. Schema, kleine Irrenglyphe. Für 131. Das ist voll teuer. Gib her. Es ist trotzdem voll teuer. Heimwerker... Moment, was? Heimwerker-Enzyklopädie. Achso. Enthält Zusatzinformationen. Pflege dein Schwert, Soldat. Enthält Zusatzinformationen. 71 Kronen und 73 Kronen. Ach, mein Gott, ich bin so verdammt neugierig.
muss das denn sein, dass der solche Sachen im Angebot hat? So, ich habe ja alles, was ich verkaufen konnte, gerade schon der Lady verkauft. Die braucht ja nur einmal mit den Augen zu klimpern, dann kriegt sie mein ganzes Zeug. So, aber jetzt möchte ich mal schauen, ob er... Na komm, ob er mir irgendwas herstellen kann. Was hatte ich denn da Cooles? Ich hatte doch irgendeine verbesserte Wolfen-irgendwas. Das eine war, glaube ich, die Rüstung und das andere war, glaube ich, irgendeins von den zwei Schwertern. Verbesserte Wolfsrüstung. Zutaten fehlen und benötigte Stufe 21. Voll doof. Okay, also selbst wenn ich es herstellen könnte, könnte ich es eh nicht tragen. Von daher. Okay, also er kann Rüstungen machen, keine Waffen. So viel ist schon mal klar. Kann ich denn irgendwas herstellen, was ich auch tragen kann? Benötigte Stufe 7, das hier zum Beispiel. Das könnte ich sogar ohne Probleme direkt machen. Das ist allerdings rot und es sieht bestimmt bescheuert aus. Und es zieht mir 49 Vitalität ab. Was soll denn das? Das sieht auch merkwürdig aus. Das ist schlecht. Hier fehlen Zutaten. Und benötigte Stufe 24. Wer hat die denn mal eben? Benötigte Stufe 8? Na gut, da komme ich wenigstens bald irgendwann hin. Bin ich zumindest schon mal nah dran. Benötigte Stufe 1 ist auch sowieso schlechter. Das ist auch schlecht. Schlecht. Okay, benötigte Stufe 16. Na gut, das Einzige, was wir sinnvollerweise herstellen können, ist das rote Hemdchen hier. Was? Dieses da? Ich versuch's mal. Wer weiß, wie wir dann aussehen. Ein Schützengambeson. Na, sehen wir gleich. Jetzt gucken wir mal gerade nach den Höschen. Nee, die machen alle keinen Sinn. Und ansonsten hatten wir hier oben noch irgendwas Sinnvolles. Benötigte Stufe 12, benötigte Stufe 9. Die sind schlecht. Und die habe ich, glaube ich, sowieso an. Okay, das war's dann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding dann aussieht. Ja, genau. Also gewinnt spiele ich jetzt nicht noch gegen ihn. Leb wohl. Ich merke mir nur, dass er das auch spielt. So, und dann versuche ich mal, das Oberteil anzuziehen. Oh Gott, bitte seh nicht scheiße aus. Naja, okay. Es gibt schlechtere. Das komische, gemusterte Bayern-Ding zum Beispiel. Das hier geht noch gerade so. So, dann schaue ich mal, was ich an Büchern hier gekauft habe. Pflege dein Schwert, Soldat. Oh Gott, ein langer Text. Soldaten können dreckige Wämser tragen, schweißgetränkte Fußlappen und fleckige Beinschienen. Sie mögen unrasiert umherlaufen, bis zum hohen Himmel stinken oder die Räude haben. Aber ihr Schwert muss stets glänzen, als käme es direkt aus der Schmiede. Denn in der Schlacht retten saubere Kleider und eine Erscheinung, die dem Auge schmeichelt, niemandem das Leben. Im Gegensatz zu einem Schwert, vorausgesetzt es wurde gut gepflegt und der Mann am stumpfen Ende weiß, was er tut. Stich sie mit dem spitzen Ende. Wie soll man also die Klinge pflegen? Ganz einfach, nach jeder Schlacht entferne man Blut und Gedärm, nehme eine ölgetränkten Leinenfetzen und reibe die Klinge gründlich damit ab. Wer im Sumpf oder in schweren Regen kämpft, tut gut daran, das Schwert mit Bienenwachs zu überziehen. Die Schneiden schärfe man regelmäßig mit Hilfe eines guten Schleifsteins. Es ist wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Jede Bewegung führe man so ruhig und achtsam aus, wie man seine Braut in der Hochzeitsnacht streicheln würde. Aha. Setzt das Schwert Rost an, zeigt dies, dass es einen schlampigen, faulen Ochsen zum Besitzer hat. In diesem Fall nehme man eine Handvoll Sand und scheuere die Klinge, bis die Flecken verschwunden sind. Dabei gebe man Acht, sich nicht in die Finger zu schneiden und sie auf diese Art ihrer Nützlichkeit zu berauben. Mhm. Und was für tolle Zusatzinformationen habe ich dadurch jetzt gewonnen? Heimwerker-Enzyklopädie. Wie oft habt ihr den Schneider dafür verflucht, dass seine Hemden krummer war als das berüchtigte Novigrader Krummhaus? Das Novigrader Krummhaus? Sehen wir das irgendwann?
Wie oft habt ihr mit dem Schmied gestritten, weil er für das Hufeisen einen Monat brauchte? Wie oft habt ihr euren Kindern das Essen vom Munde abgespart, weil ein Rüstungsschmied für einen lausig gefertigten Helm ein kuvierisches Vermögen verlangte? Genug, Schluss damit, sage ich, und das solltet auch ihr. Mit Hilfe des Buches, das ihr in Händen haltet, sowie einigen einfachen Werkzeugen, werdet ihr alle grundlegenden Reparaturen selbst ausführen und vielleicht sogar noch neue Dinge herstellen können. Zeigt den Wucherern von der Handwerkerzunft, was eine Harke ist. Krempelt die Ärmel hoch und macht euch an die Arbeit. Ja. Ja, wenn ich das Zeug selbst herstellen könnte, wäre natürlich cool. Kann ich aber nicht. So, und dann gehen wir halt noch zum Anschlagbrett. Eigentlich ist die Folge schon längst wieder vorbei, aber das wollte ich noch erledigen, damit wir beim nächsten Mal dann Krähenfels hoffentlich verlassen können. Okay, lustige Sache. Oh, hier war was über Gwind. Na, geh noch mal eins nach oben. So, da. Gwind, neue Spieler gesucht. Hier, hallo, hallo. Die Gauner, eine Gwind-Spielergemeinschaft in Krähenfels, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen. Denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Weitere Informationen gibt es bei Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als blutiger Baron. Ach, der spielt also auch Gwind. Gut zu wissen. Dann können wir mit ihm bestimmt auch noch spielen. Dachreparaturen. Ich habe ein Händchen für Dächer und am Werkzeug fehlt es auch nicht. Wer sich nicht um seine Hütte kümmert, ist ein Armleuchter. Ein paar davon gibt es in Mittelhain. Die wollten meine Dienste nicht. Ihre Hütten sind abgebrannt. Muss wohl das Schicksal gewesen sein, das ihnen Feuer sandte, um ihnen zu zeigen, wie unklug es ist, an diesem Ende zu sparen. Denkt darüber nach, Leute. Okay. Auch ein gut gedecktes Dach kann wahrscheinlich Feuer fangen. Und so wie das klingt, muss wohl Schicksal gewesen sein. Okay, die wollten seine Dienste nicht und er hat die Häuser abgefackelt, glaube ich. Ist ein bisschen assi. Wahrsagerei, ehrlich und hellsichtig. Als ob. Viele Jahre habe ich hinter mir und in jedem davon viel durchgemacht. Dafür haben die Götter mir die Gabe des Sehens gewährt. Welche Hand ich auch ansehe, ich habe sogleich Visionen vom Schicksal der Hand ihres Besitzers und aller Dinge, die sie berühren wird. Manche nennen es Hexerei und wieder natürlich, doch es ist nur eine Begabung wie viele andere. Mancher ist beim Schwimmen unschlagbar, ein anderer weiß trefflich zu fiedeln, wo die meisten der Geiger nur Gequietsche und Gekrächze entlocken. Wer sich nicht fürchtet, sein Schicksal zu erfahren, der besuche die alte Rackje. Rackje, okay. Ja, würde ich machen. Wenn wir sie treffen können, auf jeden Fall. Pferderennen. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir, ich erkläre alles weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Radko. Okay, Pferderennen, ja, genau das Richtige für mich. Wo ich mein Pferd mal so gar nicht unter Kontrolle habe. Ich kann ja nicht mal gerade laufen. Okay, Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, Sten Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Okay. Und dann Kreischling. Wen es interessiert. Hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässliche, gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Chat von Krähenfels. Okay. Jede Menge Aufträge hier, oder jede Menge interessante Dinge, glaube ich. Gewinnen, spielen in Wählen. Oder Spieler in Wählen. Ich lasse die jetzt gerade mal alle erscheinen hier, die Quests. Und dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Also es sieht so aus, als hätten wir hier alle, na, wie nennt man das? Ich sage jetzt mal Zeitvertreib, das war nicht das Wort, was ich gesucht habe. Alle Freizeitaktivitäten hat man hier auf einen Schlag, also man kann Pferderennen machen, man kann Faustkämpfe machen, man kann Gwind spielen. Das gibt's hier also alles. Und wahrscheinlich kann man, also wahrscheinlich wird das auch nicht nur jeweils was Einzelnes sein, sondern immer noch so wenig Fragezeichen. Gibt's doch nicht. Ich hatte gehofft, dass hier jetzt um Krähenfels rum ein paar Fragezeichen auftauchen. Aber dem ist leider nicht so. Schade. Ja, man wird wahrscheinlich auch immer mehr davon machen können und auch an anderen Orten. Also Pferderennen, Gewinnkarten sowieso mit Gewinnspielen.
geht sowieso in der ganzen Welt. Und Faustkämpfe gibt's wohl auch. Sind wir bisher noch nicht begegnet, aber wird's dann wahrscheinlich auch an mehreren Orten geben. Hier unten ist auch noch ein Händler. Der hat vorher auch nicht mit uns gesprochen. Aber gut zu wissen. So, ja, da war ich überall. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal können wir Krähenfels dann verlassen. Gegen die Gewindleute spiele ich dann auch ein andermal. Ich schaue mal gerade auf die Karte, wo die ganzen Quests so liegen und was für Stufen das sind. Ach, guck mal, die ist mittlerweile sogar gelblich. Ist sie das nur? Achso, die ist aus, weil sie ausgewählt ist. Okay. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, wegen Stufe 6 und wir sind schon Stufe 7 oder so, aber es stimmt gar nicht. Hier die Herrinnen des Waldes sind auch Stufe 6. Also immer die ausgewählte ist so ein bisschen gelblich oder golden. So, was wollte ich wissen? Reiseziel Skellige? Nee. Nebenquests. Keira, das hatten wir alles schon. Fliegende Fäuste. Empfohlene Stufe 11. Okay, das sind die Faustkämpfe. Dann haben wir die Gewinn, Spieler in Velen, besiege den Baron und nimm ihn eine einzigartige Karte ab. Oh, der Baron hat eine einzigartige Karte. Dann sollte ich erstmal gegen die ganzen anderen hier gewinnen und deren Karten einsacken. Und dann möchte ich vom Baron die coole Karte haben. Und begib dich zur Startlinie des Rennens. Wo auch immer das ist. Das hatten wir vorher schon. Hanna, der vermisste Bruder, Ehrendorf, Kreischling. Hier ist der Kreischling, Stufe 8. Wir sind Stufe 7. Ich denke mal, das könnte man sogar schon mehr oder weniger angehen. Ich kann ja mal gucken, wo das ist. Wo ist denn der Kreischling? Auf der Karte. Ach so, der ist hier unten. Da muss man hier mit irgendjemandem sprechen. Um sich den Auftrag zu holen. Wo das Vieh selber ist, weiß ich natürlich nicht. Ja gut, dann können wir das beim nächsten Mal auch noch machen. Schauen wir hier bei dem Händler vorbei und holen uns den Auftrag. Aber wie gesagt, lange genug überzogen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen in dieser Folge. Vergesst nicht, mir zu sagen, wie das mit dem Gewinnspielen ist. Wollt ihr das überhaupt sehen oder soll ich das komplett im Off machen? Interessieren euch Gewinnspiele oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, boah, sterbenslangweilig, wenn hier einer Karten legt, das ist nicht interessant. Dann mache ich das vielleicht einfach im Off und schneide es raus für euch oder sonst was. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde gerne die ganzen Gewinnpartien spielen und Gewinnkarten sammeln. Aber wenn ihr das nicht sehen wollt, müsst ihr euch das nicht antun. Dann kann ich es auch rausschneiden, wenn ich weiß, dass ihr das nicht sehen wollt. Wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen in der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.